Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht wie mir, dass ich so das Gefühl habe, was? Jetzt ist schon ein ganzer Monat wieder um in diesem neuen Jahr. Wo ist denn bitteschön der hingegangen? Und ich habe da mal kurz durchgezählt und wir feiern tatsächlich heute schon den 6. Gottesdienst in diesem Jahr. Beenden jetzt eine Predigtserie und haben vor 3 Wochen, so lang ist es tatsächlich schon her, hatten wir einen Gottesdienst, an dem wir über das gesprochen haben, wo wir den Eindruck haben, das hat Gott in unser Herz als Gemeinde gelegt. Wir haben diesen Gottesdienst Visionssonntag genannt und wir haben das, was wir empfunden haben, Gott legt auf unser Herz oder in unser Herz, in ein Jahresmotto zusammengefasst. Und dieses Jahresmotto, das seht ihr hier, das heißt Glauben erleben. Und ich beschäftige mich natürlich schon einige Wochen mit dem Thema und wenn man darüber redet und mit Menschen ins Gespräch kommt, dann merke ich, wow, das begeistert mich, dieses Motto Glauben erleben. Ich sehne mich immer mehr danach, dass Menschen auch durch mein Leben zum Glauben an Jesus Christus kommen. Ich habe eine unglaubliche Sehnsucht in mir und ich kann euch sagen, weil ich das selber schon erleben durfte. Es ist ja ein Vorrecht, das erleben zu dürfen. Aber Menschen zu begleiten in ihrem Glaubensweg, Jesus kennenzulernen, die ersten Schritte zu gehen, ich kann dir sagen, es gibt fast nichts, was schöner und genialer ist, als dieses Erlebnis und, oder dieses, diesen Weg mit Menschen zu gehen. Und ich habe wirklich eine wachsende Leidenschaft für Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder die noch nicht alles Wichtige über ihn kennen, was sie wissen möchten. Und ich bete wirklich, dass genau das auch passiert in deinem Leben, wie ich das bei mir momentan erlebe, dass ich wirklich einen Glauben bekomme, auch für Glauben, dass Menschen ihn erleben. Glauben erleben. Und da gibt es so wunderbare Karten und wenn ihr diese Karten umdreht mit dem Jahresmotto, könnt ihr draußen euch mitnehmen, dann ist da ein Vers drauf, der so grundlegend ist auch für jeweils das Jahr. Und diesen Vers, den wir da ausgewählt haben, den schreibt Paulus an die Korinther. Und er schreibt da über sich selbst, über sich und seine Begleiter. Und ich möchte euch nochmal mit in diesen Vers mit hineinnehmen. Da heißt es nämlich, bei allem ist das, was uns, also was mich, Paulus und uns als Gruppe antreibt, die Liebe von Christus. Man könnte auch übersetzen, die Liebe Gottes lässt uns keine andere Wahl. Wir können nicht anders. Sie treibt uns an. Das ist die Motivation, die wir haben. Und dann heißt es weiter, wir sind nämlich davon überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, heißt es da, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Ganz schön kompliziert, das, was Paulus sagt, hier in Kurzform, hey, guckt uns an, weil Jesus gestorben und auferstanden ist, haben wir ein neues Leben geschenkt bekommen und jetzt leben wir einfach voll und ganz für Jesus, wie die Christine das gerade so wunderschön formuliert hat. Und dann heißt es weiter, daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher, wenn wir Christus angeguckt haben, da haben wir sogar nach rein menschlichen Maßstäben ihn beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr. Wir beurteilen Menschen und Christus völlig anders. Und dann heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues ist geworden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so einen Bibeltext vor dir hast. Ich finde, das muss man immer wieder und immer wieder lesen, sich immer nochmal vergegenwärtigen. Was meint hier Paulus? Weil da so viel drinsteht und ich freue mich, dass wir das Jahr auch Zeit haben, das wirklich in seiner Fülle zu entfalten. Aber zusammengefasst habe ich euch das mal nochmal hier hergebracht, diese 3 Punkte. Bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Erstens. Das zweite ist, daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben.
Und drittens, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Und wisst ihr, manchmal, da lesen wir so drüber über sowas und sagen, ja gut, der Paulus halt. Aber diese Aussagen sind absolut radikal für Paulus. Absolut radikal für ihn, weil es ein Mann war, der vor seiner Begegnung mit Jesus, die alles in seinem Leben verändert hat, das niemals unterschrieben hätte. Paulus hat völlig anders gedacht. Deshalb ist es so radikal, was wir hier lesen. Er hat völlig anders gedacht. Warum? Weil er ein Pharisäer war. Und als Pharisäer ist das, was dich antreibt, nicht die Liebe zu Christus, sondern das Gesetz, alles möglichst richtig zu machen. Und dich auch nicht mit Sündern oder anderen skurrilen Leuten und Zolleinnehmern und so weiter, dich mit denen zu beschäftigen, weil du willst gar nicht in Versuchung geraten. Das ist, was dich antreibt. Aber so sich mit den Menschen nicht auseinandersetzen, das ist ja nicht nur Selbstschutz gewesen, sondern es war auch, ihnen klar zu machen, wir wollen nichts mit euch zu tun haben, weil wir mit eurem Lebensstil nicht übereinstimmen. Und weil ihr so lebt, wie ihr das nicht sollt, seid ihr auch unwürdig. Das war das Ding. Und was wir als so Maßstab, welchen Maßstab sie angesetzt haben, war der Gesetz oder ihre rein menschlichen Maßstäbe hatten sie angesetzt. Und was sie gesagt haben, hey, erstmal könnt ihr euch verändern. Und wenn ihr euer Leben angepasst habt, dann könnt ihr gern zu uns in die Synagoge kommen. Aber erst dann, erst verhaltet ihr euch so wie wir. Also versuch Gott zu gefallen und werde ein besserer Mensch. Das waren diese drei anderen Dinge, die Paulus eigentlich vorher gedacht hat. Und das war das Denken und das Halten und die Haltung der Pharisäer. Und das ist nicht nur ihre Haltung, sondern wisst ihr was? So eine Haltung, die will sich auch immer wieder bei uns einschleichen. So ganz heimlich, still und leise fangen wir auch an, manchmal in diese Richtungen zumindest zu denken. Und weil die Pharisäer so dachten, waren sie extrem empört, dass Jesus so viel Zeit verbrachte mit Sündern und Zolleinnehmern und alle anderen Leute, die so galten. Empört waren sie. Aber wisst ihr was? Jesus wusste, und das ist doch absolut tröstens und der Hammer, dass Jesus wusste, dass nicht die Gesunden einen Arzt brauchen, sondern die Kranken. Und dass er hingegangen ist zu allen Menschen, die Hilfe gebraucht hatten. Aber Jesus blieb das natürlich nicht verborgen, diese Empörung der Pharisäer. Und er fordert sie heraus, diese Herzenshaltung der Pharisäer, als er einmal mit ihnen konfrontiert war. Und erzählte ihnen drei Gleichnisse. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei Gleichnisse. Und diese drei Gleichnisse, das ist das Gigantische, die haben alles was mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun. Ja, es geht bei diesen drei Gleichnissen immer um etwas, was verloren wurde. Es geht bei den drei Gleichnissen tatsächlich dann, dass das Verlorene wieder gefunden wurde. Und bei allen drei Gleichnissen gibt es eine Riesenfreude. Wow, es wurde wieder gefunden. Und das Coole ist, in dieser Lost and Found Serie, in der wir gerade drinstecken und diese drei Gleichnisse behandeln, dass jedes dieser Gleichnisse einen anderen Schwerpunkt hat. Und ich bin musikalisch nicht bewandert, aber wenn man hier mit drei Fingern auf das Nord drückt, dann gibt es einen Dreiklang und der hört sich gut an. Gell? Genau, und wir hören uns jetzt nochmal in den Dreiklang rein. Das erste Gleichnis war nämlich das vom verlorenen Schaf. Und da geht es um unsere Motivation. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du das Gleichnis hörst oder dir geht, wenn du das Gleichnis hörst von 100 Schafen, eins verloren, da denkst du, naja, komm, man, 1%. Und wahrscheinlich wäre es vielen ja gar nicht aufgefallen, dass da ein Schaf fehlt. Ich meine, ein Schaf ist ja immer auch ein komisches Schaf, oder? Wenn ausgerechnet das vielleicht gerade weg wäre, wäre auch nicht schlecht. Aber wisst ihr, Jesus denkt oder Gott denkt völlig anders. Ihm fällt es auf, wenn eines fehlt. Und ihm macht es was aus, wenn auch nur ein Mensch verloren geht. Und auch für diesen einen.
auch vielleicht für das Unbequeme, das Schwarze oder wie auch immer. Er ist bereit, alles zu geben. Er ist bereit, sich nachts aufzumachen in der Dunkelheit und dieses Schaf zu suchen. Und wenn er es gefunden hat, dann nimmt er es auf seine Schultern. Warum? Weil es nicht mehr laufen kann und er bringt es nach Hause. Und dann ist eine Riesenfreude da über das eine, das gefunden ist. Das ist seine Motivation, die Liebe, die ihn antreibt. Und die Liebe zu jedem einzelnen Menschen, die wird bei diesem Ton, bei diesem Gleichnis so wunderbar sichtbar. Aber warum ist Jesus so leidenschaftlich bei jedem Menschen? Warum ist er bereit, jedem Menschen nachzugehen? Und das beantwortet uns das zweite Gleichnis von der verlorenen Münze. Da geht es nämlich um den Wert, den jeder einzelne Mensch hat. Denn egal, wo diese Münze auch liegt, ob es in der letzten Ecke ist in diesem dunklen Haus, dunkel deshalb, weil die Häuser meistens früher keine Fenster hatten und man musste eine Kerze anzünden, man musste alles auf den Kopf stellen, um diese Münze zu finden. Aber es ist dieser Wert, den Menschen haben und den sie niemals verlieren, egal auch wo sie sind. Und Gott ist bereit, aufgrund des Wertes diese Münze, jede Person zu suchen, bis er sie gefunden hat. Für ihn ist völlig egal, wo sich Menschen gerade befinden. Jeder Mensch gehört zu seiner Familie hinzu und es würde jemand fehlen, wenn er nicht Teil der Familie Gottes ist. Und dann kommt das dritte Gleichnis, weil aller guten Dinge sind drei. Und dann in Lukas 15 lesen wir, wie es heißt, Jesus fuhr fort. Jesus fuhr fort. Jesus wollte diesen Pharisäern, die so empört waren über diese Tatsache, dass er mit den Sündern und Zolleinnehmern ständig zusammen war, er wollte diesen Pharisäern und auch all den anderen Menschen, die zugehört haben, unbedingt noch etwas Wichtiges mitgeben, um diesen Dreiklang zu vervollständigen. Und er begann das dritte Gleichnis mit den Worten, ein Mann hatte zwei Söhne. Ja, normal, oder? Manche haben zwei Söhne. Und im nächsten Vers nimmt er uns hinein, was dann passiert ist. Da sagt er, der Jüngere sagte zu ihm, zu dem Vater, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Was? Was? Jesus? Kannst du schön nochmal sagen, wiederholen, was du gerade gesagt hast? Haben wir das gerade richtig verstanden? Und Jesus sagt, ja genau, ihr habt es richtig verstanden. Der Jüngere ist zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, gib mir das Erbe, was mir zusteht. Und die Zuhörer dachten, das kann doch nicht sein. Was für eine Frage. Ich meine, die Frage ist gleichbedeutend, wie wenn man dem Vater den Tod wünscht. Man fragt nicht einfach nur nach seinem Erbe. Man wünscht dem Vater den Tod. Und jeder, der zugehört hat, der wusste, okay, also der Vater und der Sohn, die sind gerade nicht wirklich in einer guten Beziehung. Und das, was sie gleich feststellen werden, ist, dass die beiden Brüder auch nicht wirklich in einer guten Beziehung sind. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die Leute plötzlich vor den Kopf gestoßen waren, wie krass der Anfang dieser Geschichte ist. Die Zuhörer waren schockiert. Das gibt's doch nicht. Was für eine Geschichte, Jesus. Machst du Witze? Und jetzt waren die Zuhörer natürlich neugierig. Okay, Jesus, jetzt sind wir gespannt. Jetzt wollen wir wissen, was du aus dieser Geschichte machst. Okay, wie geht diese Geschichte weiter? Okay, erste Vermutung, bestimmt wird jetzt der ältere Sohn den Mediator spielen, mal zu seinem Kleinen hingehen und ihn mal zurechtweisen und sagen, also hör mal her, das kannst du nicht mit deinem Papa machen. Jetzt spur dich mal wieder ein. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, dass der Vater einfach kurzen Prozess mit seinem widerspenstigen Sohn macht und ihn an das Stadttor schleppen lässt und steinigen. Und ihr denkt jetzt, was? Ist das möglich? Ich bringe euch mal einen Auszug aus dem Gesetz mit, was möglich war. Da heißt es, Gesetz den Fall. Jemand hat einen Sohn, der so widerspenstig und ungehorsam ist,
dass er trotz aller Strafen und Mahnungen weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter hört, dann sollen ihn seine Eltern gemeinsam zum Versammlungsplatz am Tor bringen, ihn den Ältesten der Stadt vorführen und zu ihnen sagen, unser Sohn hier ist widerspenstig und will uns nicht gehorchen. Wir können sagen, was wir wollen, er ist ein Prasser und ein Säufer. Dann sollen alle Männer der Stadt ihn durch Steinigung hinrichten. Ihr müsst das Böse aus eurer Mitte entfernen. Option 2. Option 3. Teenies. Oder? Haben manchmal komische Ideen. Wir ignorieren einfach mal. Wir antworten einfach mal nicht. Es gibt einfach kein Erbe und da gibt es auch keine Diskussion drüber. Das wäre die dritte Alternative gewesen. 1, 2 oder 3. Wer ist für 1? Wer hätte 1 umgesetzt oder gehofft, dass das so wird? Manche Fans von Geschichte, es wird verfilmt bald, von 2 oder 3. Und das Krasse ist doch an dieser Geschichte, die Jesus erzählt, es ist weder 1 noch ist es 2 oder 3. Es ist 4. Der Vater macht was Unglaubliches. Da heißt es nämlich, da teilte der Vater das Vermögen unter beiden auf. Wie verrückt ist das? Wie verrückt ist das? Ja, natürlich war es möglich, wie heute. Du kannst ja jetzt auch schon vererben. Kannst du ja auch schon machen. Weiß nicht, ob der Notar dir dazu raten würde, das jetzt schon zu machen und dich in die Abhängigkeit deiner Kinder zu begeben. Aber genau das hat der Papa gemacht. Lasst mich euch mal geschwind erklären, was da passiert ist. Der Vater übertrug das Eigentum auf seine beiden Söhne. So, der Erstgeborene hat immer Glück. Ich bin Erstgeborener. Der kriegt nämlich 2/3. Der Erstgeborene hat 2/3 gekriegt. Und der Jüngere 1/3. Der Vater hatte ein Miesbrauchrecht. Also er durfte da wohnen, der durfte die Sachen bearbeiten, der durfte die Tiere schlachten, der durfte von der Ernte profitieren. Der hatte das Nutznießrecht. Der durfte auch die Bedienstesten rumkommandieren und da befehlen. Das sehen wir später. Das war die Situation. Und ich finde es unglaublich, dass der Vater dem Sohn die Freiheit gibt. Gibt dem Sohn ja die Freiheit und sein Vermögen opfert. Sein Vermögen opfert dadurch. Und während der Ältere mit seinen 2/3 die erstmal behält, ist der Jüngere ja richtig zielstrebig. Der geht nämlich hin, heißt es, und heißt es, wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft. Kannst du das vorstellen, so eine Anzeige in der Zeitung, frisch geerbt, will hier was verkaufen, kleines Problem, der Vater, dem geht es noch gut, du kannst es noch nicht nutzen. Also du kannst es kaufen, Eigentümer werden, aber du kannst es noch nicht nutzen. Und es muss schnell gehen. Und da denkt jeder, der steckt in der Klemme, das wird ein guter Preis. Und es war wahrscheinlich ein richtig schlechter Preis, den der Sohn für sein Erbe gekriegt hat. Aber es war ihm egal. Hauptsache weg mit dem Zeug. Warum? Weil ich hier weg möchte. Ich möchte in ein fernes Land gehen. Und so zog er mit seinem Erlös in ein fernes Land. Wisst ihr, man kann ja hier so mal einen Schlüssel verlieren. Habt ihr auch daheim so ein Schlüsselbrett, so ein ähnlich zumindest? Und da gibt es ja immer so einen Platz für jeden Schlüssel und dann kommt man hin und will den Schlüssel nehmen und denkt, ja, wo ist auch jetzt dieser Schlüssel? Und Schatz, wo hast du den Schlüssel hin? Warum ist der Schlüssel nicht da? Also man kann Schlüssel verlieren, man kann Geldbeutel verlieren, manche verlieren Handys. Ihr könnt sogar euer Schaf verlieren oder eure Hasen oder was ihr so alles habt oder Hühner im Garten oder ihr könnt alles verlieren. Aber ist es nicht krass, einen Menschen zu verlieren? Der Vater hat seinen Sohn verloren. Und ich weiß nicht, ob ihr die Emotionen nachempfinden könnt, die der Vater durchlebt haben muss, wenn innerhalb von wenigen Tagen sein Sohn die Ankündigung macht und dann weg ist. Und manchmal lesen wir das so und sagen, ja, nettes Geschichtchen, aber wisst ihr was, die Geschichte ist gar nicht so weit weg von unserem Leben oder auch von meinem Leben. In meiner Familie, meine Großeltern haben Söhne. Die haben damals den Kontakt völlig abgebrochen.
völlig abgebrochen über Jahrzehnte. Meine Kinder kennen ihre Onkels gar nicht. Völlig abgebrochen. So abgebrochen, dass sie nicht mal zur Beerdigung ihrer eigenen Eltern kommen. Wisst ihr, das Thema ist nicht so weit weg. Und wenn ich das erzähle, dann bin ich mir sicher, dass hier auch der ein oder andere drin sitzt, der sagt, ja, so eine Geschichte kenne ich auch. Ich kenne auch, wie Geld Familien auseinanderbringt. Und für den Jüngeren war einfach das Geld wichtiger. Für ihn war einfach das Geld wichtiger und dort im fernen Land heißt es, dort lebte er im Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Wenn man so das Gleichnis sich mit dem beschäftigt, dann merkt man, da wird ist von keiner Ehefrau oder Verlobten oder so die Rede. Das heißt, wahrscheinlich ist zu vermuten, die zwei Söhne, das waren junge Kerle, die waren noch keine 20, das waren vielleicht noch Teenies mit ein paar Flausen im Kopf. Vielleicht erklärt es ein bisschen was, dass man denkt, okay, die wollten einfach mal ihr Leben leben. Ja, wir haben es ja heute Morgen auch gehört. Vielleicht auch einige unter uns, die irgendwie vielleicht sogar christlich aufgewachsen sind und dann gesagt haben, hey, ich will einfach mal das Leben leben. Ich habe so Fragen, ich habe das Gefühl, ich verpasse was. Da draußen ist eine ferne Welt. Vielleicht kann man so das so ein bisschen nachzuvollziehen. Und der Jüngere, der probierte tatsächlich alles aus. Es heißt ja so nett, er lebte in Saus und Braus. Das ist so nett von der NGÜ übersetzt. Eigentlich heißt es da, der lebte verschwenderisch, er lebte zügellos. Richtig übersetzt heißt es eigentlich, er lebte heillos. Mit seinem Leben hat er das Heil völlig verloren, in dem wir gelebt hat. Völlig, völlig übers Ziel hinausgeschossen hat er. Und das ging natürlich nicht endlos gut. Als er alles aufgebraucht hatte, heißt es da, kam eine Hungersnot über dieses Land, in dem er war. Und plötzlich hatte auch er Schwierigkeiten. Er hatte Schwierigkeiten. Und in seiner Not, wohin hat er sich gewandt? An einen Bürger aus diesem Land. Und dieser Bürger aus diesem Land hat ihn einfach auf das Feld geschickt zum Schweinehirten oder auf die Schweine aufpassen. Und dann heißt es noch, er wäre froh gewesen. Er wäre froh gewesen, wenn er in dieser Zeit des Hungerns und des Leidens, wenn er die Erlaubnis gehabt hätte, von diesen Schoten, diesem Schweinefraß essen zu dürfen. Und es wurde ihm verwehrt. Das war seine Situation. Ich glaube, man kann nicht tiefer fallen als an den Punkt, wenn man das Essen, das Schweine essen möchte und es einem verwehrt wird. Er war am Tiefpunkt angekommen, dieser Sohn. Kurze Zeit, nachdem er den Vater verlassen hatte, war er arm, er hat Mangel gelitten, er war abhängig auf einmal von anderen Menschen und wurde vollkommen erniedrigt. Und während er da saß, in diesem Dreck, in dieser Hoffnungslosigkeit, sagt Jesus, da kam dieser Junge zur Besinnung. In diesem Moment wurde ihm plötzlich klar, wo sitze ich hier? In was habe ich mich reingebracht? Zur Besinnung kommen heißt, wird auch verwendet, dieser Ausdruck, um umzukehren. Und das ist tatsächlich in seinem Inneren passiert, das umgekehrt. Er sagt, ich bin in eine Sackgasse geraten. Ich muss eine andere Richtung einschlagen, ich brauche Hilfe. Und er hat sich erinnert an die Situation, wie es zu Hause war. Dort im fernen Land, im Dreck sitzend. Wie war es nochmal zu Hause? Wenn ich an meinen Vater denke. Und ich habe richtig Schmerzen vor Hunger. Aber wenn ich an meinen Vater denke und seine Tagelöhner. Wisst ihr was? Die haben mehr als genug. Da gibt es mehr, als sie essen können. Da gibt es Überfluss und ich sitze hier und ich sterbe vor Hunger. Ich muss einen Plan machen. Und weißt du was, ich gehe jetzt heim. Ich stehe jetzt auf, ich gehe heim zu meinem Vater. Und eigentlich weiß ich, dass ich da nicht auftauchen kann. Warum kann ich da nicht auftauchen? Weil ich gegen den Himmel, ich hab gegen Gott gesündigt und gegen meinen Vater, ich habe ihm den Tod gewünscht, ich habe ihn sitzen lassen, mein eigenes Leben gemacht, aber ich gehe zurück und
ich hoffe, dass wenn ich mich entschuldige, dass ich dann wenigstens als Tagelöhner anfangen kann, weil ich es ja nicht mehr wert bin, der Sohn zu sein. Ich hoffe, ich bekomme diese Chance. Und mit diesem Sprüchle, das er sich auswendig gelernt hatte, ging der Sohn nach Hause zu seinem Vater. Und dann heißt es, dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Und alle, die zugehört haben, die dachten, na jetzt wird's interessant. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Ich meine, wie verletzt muss der Vater sein? Ich meine, der soll nur mal heimkommen wieder. Hat sie ihm ja gleich sagen können. Und die Leute waren gespannt, was wird jetzt passieren? Wie wird die Haltung des Vaters sein? Allen zuhören, stockte der Atem. Und dann sagt Jesus, und voller Mitleid lief er auf ihn zu. Er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Und jeder, der drumherum stand, der sagte, was hat er gemacht? Er lief? Jesus? Was für eine crazy Geschichte. Ich meine, das ist ein Großgrundbesitzer, der läuft doch nicht, der rennt doch nicht zu seinem Sohn zu. Und der umarmte ihn, damit nimmt er ihn doch wieder auf und er küsste ihn. Da sagt er doch, du gehörst zu mir. Und genau das ist, was Jesus sagen wollte. Und er ging weiter und sagte, dann fing der Sohn an, sein Sprüchle zu sagen. Ey, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich. Und irgendwann lässt der Vater ihn gar nicht mehr ausreden. Die Chance, hey, ich will ein Tagelöhner sein, kann der gar nicht setzen. Aber anstatt zu seinem Sohn zu reden, befiehlt der Vater seinen Diener und sagt er, liebe Diener, geht schnell, holt das beste Gewand, das ich habe und holt den Ring, steckt den an seinen Finger und holt Sandalen. Mein Sohn hat völlig vergessen, wer er ist, der ist total verwirrt. Und das ist genau, was passiert ist. Sie haben den Mantel gebracht. Was bedeutet der Mantel? Das beste Gewand. Es war das Zeichen des, du bist mein Sohn, du bist mein Stellvertreter. Er hat ihn wieder eingesetzt zum Erben. Was hat er mit dem Ring gemacht? Was macht man mit dem Ring? Man drückt drauf auf einen Siegelring, wenn man Überweisungen oder Finanzen freigeben will. Der durfte über die ganze Kohle verfügen, die der Vater hatte. Und die Sandalen, was waren die Sandalen? Oder barfüßig zu sein, waren Zeichen von Armut und Gefangenschaft. Und er sagt, der braucht eine andere Mentalität, wieder ein anderes Denken. Der ist reich und er ist frei und es ist Würde wiederhergestellt. Und dann sagt der Vater weiter, und jetzt holt noch das Mastkalb. Wir haben einen Grund zum Feiern. Wir feiern jetzt ein Fest. Was war das Mastkalb? Das war ein besonderes Kalb, was für Ehrengäste da war. Du bist der Ehrengast. Nach all dem, trotzdem, was passiert ist. Und es herrscht eine riesige Freude. Und alle denken, und warum? Warum freut sich der Vater so in der Geschichte? Und Jesus gibt die Antwort. Und Jesus sagt in der Erklärung des Vaters, wenn der Vater sagt, denn mein Sohn war tot. Mein Sohn war tot. Und jetzt ist er wieder lebendig. Mein Sohn war lost. Er war verloren. Aber jetzt ist er found. Jetzt ist er wiedergefunden. Deshalb beginnen wir an und wir feiern jetzt. Und ich kann euch gar nicht sagen, die Leute, die es gehört haben, was für eine krasse Geschichte. Und übrigens, die Geschichte geht noch weiter, haben wir jetzt keine Zeit dazu, weil irgendwann kommt der ältere Bruder wieder vom Feld und wundert sich, was da zu Hause passiert ist. Ich möchte an dieser Stelle aber anhalten. An dieser Stelle, weil weder hat der Sohn mit dieser Reaktion des Vaters gerechnet, noch hat der ältere Bruder, der vom Feld heimkommt, mit dem gerechnet, was der Vater gemacht hat, noch hat jeder, der zugehört hat, damit gerechnet, was hier passiert. Es ist wie, wenn du einen Kinofilm anguckst, hast du es schon mal gemacht, du guckst einen Film an und plötzlich gibt es eine Wendung und du denkst, nee,
Das ist ja jetzt krass. Jetzt bin ich total schockiert, innerlich aufgewühlt. So geht der Film jetzt aus. Und das ist genau, was die Leute erlebt haben. Die Zuhörer haben das erlebt. Durch diese krasse Geschichte malt Jesus den Zuhörern und uns, dir und mir, ein absolut wunderbares Bild von dem Vater, den wir, den du und ich im Himmel haben. Und die Liebe des Vaters, das ist, was der Punkt ist dieses Gleichnisses, hat eine wiederherstellende Kraft. Sie bringt Menschen vom Tod zum Leben. Sie bringt Menschen, die tot waren, zum Leben. Einen völlig anderen Ausgang, als jeder vermutet hätte. Die Zuhörer, die dachten vielleicht, na gut, der Sohn entschuldigt sich und der Vater sagt, okay, Schwamm drüber, ich vergebe dir deine Sünden, Vorschlag finde ich okay, kannst als Tagelöhner anfangen und dich beweisen. Beweisen, dass du hier tatsächlich hergehörst. Das wäre wahrscheinlich das Normale gewesen, was jeder erwartet hat, doch das wäre keine Liebe gewesen. Bei Liebe ist keine Leistung notwendig. Liebe schenkt alles und sie verändert alles. Ich möchte euch am Ende noch in ein paar Punkte hineinnehmen, was dieses Gleichnis zeigt, was es dir zeigt, was es mir zeigt. Das Erste ist, egal was du getan hast, du kannst immer zu Gott kommen. Egal was du getan hast, du kannst immer zu Gott kommen. Und er wartet sehnsüchtig auf dich. Er wartet sehnsüchtig auf dich. Und wenn er dich nur von Weitem sieht, er rennt auf dich zu. Das kann ich dir versprechen. Das Zweite, was ich aus diesem Gleichnis mitnehme, ist, du brauchst dir nicht unsicher sein. Du brauchst dir nicht unsicher sein, ob das, was der Vater über den jungen Sohn ausgesprochen hat und was er für ihn getan hat, ob er das auch für dich tut. Ich kann dir garantieren, dass er das Gleiche tun wird. Warum kann ich dir das garantieren? Weil Jesus oder Gott schon seine Meinung über dich vollzogen hat in Jesus. Wir haben es vorher in einem schönen Lied gesungen. Jesus hat dich schon gefunden in Christus. Er hat dich schon gefunden in Christus. Und ich finde es so cool, wie Paulus das auch so schreibt im Römerbrief, da heißt es mal, dass Jesus für Menschen gestorben sind, die ihm den Rücken gekehrt haben. Dann geht es weiter, er hat seine Liebe dadurch bewiesen, dass er ans Kreuz ging für Menschen, die, als wir noch Sünder waren, viel mehr noch, als wir seine Feinde waren. Es war kein Grund für ihn, uns seine Liebe zu zeigen. Ja, selbst wenn du Gott irgendwann mal den Tod gewünscht hast, vielleicht bist du ja heute Morgen hier und sagst, also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass Gott endlich mal tot ist. Selbst das ist kein Grund, nicht zurückgehen zu können. Du kannst zurückgehen und Jesus liebt dich und sehnt sich nach dir. Und das Dritte, was mir dieses Gleichnis sagt, ist, das, was der Vater für den Sohn getan hat, möchte er jedem Menschen erleben lassen. Er möchte, dass du das erlebst, was der Sohn erlebt hat. Der Sohn hat erlebt, was es heißt, ein neues Leben zu haben. Der Sohn hat diese Wertschätzung, hey, du bist mein Sohn, erlebt. Er hat erlebt, was es bedeutet, Frieden mit Gott zu haben, in einer wiederherstellenden Beziehung mit Gott zu sein, Gnade als Grundlage des Lebens zu haben. Wisst ihr, das, was uns die Bibel hier zeigt, es war nicht nur ein transformierender Moment im Leben von diesem Jungen. Natürlich war es transformierend, dieser Moment. Aber kannst du dir vorstellen, was plötzlich mit diesem Leben und dieser Beziehung passiert ist? Ich meine, der war ja vorher schon bei seinem Vater, er kannte ihn noch nicht, aber jetzt kannte er seinen Vater. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Leben war, dieses Sohnes jetzt an diesem Hof? Jeden Morgen, jeden Mittag, wenn sie zusammensaßen, was war das für eine Beziehung? Was war das für eine Freude? Was war das für ein Leben? Und genau in dieses Leben lädt Gott uns ein. Das Vierte und das Letzte. Es ist gut, sich immer wieder bewusst zu machen, was wir erleben dürfen. Ich finde dieses Gleichnis so wunderbar, weil es auch in mein Leben reinspricht. Und ich das jedes Mal feiern darf.
und mich freuen darf und dankbar sein darf. Wow, Jesus, so darf ich leben. So darf ich leben mit dem Vater. Und ich darf immer wieder entdecken, dass die Geschichte, dieses Gleichnis, das Jesus erzählt, das war nicht einfach nur die Geschichte von einem verlorenen Sohn. Das ist genauso meine Geschichte. Das ist meine Geschichte, die Jesus hier erzählt hat vor 2000 Jahren. Genau meine Geschichte. Und weißt du, was ist auch deine Geschichte, die Jesus erzählt hat? Paulus fasst das nämlich mal zusammen. Wisst ihr, wir waren nämlich alle mal verloren. Alle waren wir mal verloren. Lest Epheser 2 durch. Wir waren alle verloren. Aber wisst ihr was? Es gab ein Gnadengeschenk. Ein Geschenk aus lauter Liebe. Das, weil Glaube in uns war, weil Jesus uns Glaube geschenkt hat, wir errettet wurden. Wir wurden, diese Beziehung wurde wiederhergestellt. Das ist unsere Geschichte, das ist deine Geschichte. Beim verlorenen Sohn, bei diesem letzten Ton dieses wunderbaren Dreiklangs, da geht es um die wiederherstellende Kraft, um diese gigantische wiederherstellende Kraft der Liebe des Vaters. Wow, was hat uns Jesus hier gemalt? Was hat uns Jesus hier mit diesen drei Gleichnissen gemalt? Und ich wünsche mir, dass Menschen aus meinem Umfeld Glauben erleben. Ich wünsche mir, dass du, der hier heute Morgen bist und oder der zuguckt im Livestream und der bei all dem, was ich gesagt habe, irgendwie noch ein großes Fragezeichen habe und sage, ich habe das noch nicht erlebt. Ich wünsche mir, dass du es erlebst. Dass du Glauben erlebst. Ich möchte euch eine Frage noch mitgeben oder zwei Fragen. Wir reden über transformierende Liebe, über diese Kraft des Vaters, der Liebe. Und frag dich doch mal schön, wie habe ich das erlebt selber? Was hat sich in meinem Leben dadurch alles verändert? Und wie sehr wünschst du das auch für andere?